Spaß für heute und vergesst die Hausaufgaben nicht. Boah, haben wir viele Hausaufgaben auf, oder? Auf alle Fälle. Wie soll ich es schaffen? Ich muss noch meinen Koffer packen für die Reise zu meinen Großeltern. Ich habe Zeit. Viele Hausaufgaben. Und keine Lust. Oh, hast du eine Zeit? Nein, leider nicht. Erst Hausaufgaben und dann Oma dran. Tschüss. Schade. Leute, bis morgen. Schade, okay, tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss. Hast du Hausaufgaben auf? Ja, leider. Wir müssen das Schreibheft beenden und Mathe. Dann aber mal schnell ran. Danach können wir vielleicht noch Rommel spielen. Erstens sind die Hausaufgaben scheiße. Die kann ich dann nicht schnell machen. Und zweitens ist Rommel langweilig. Oh, das mit dem Spiel wusste ich nicht. Aber das mit den Hausaufgaben? Du kannst dir deine Zeit doch einteilen, wie du magst. Du hast Glück, dass du sie überhaupt machen kannst. Wenn du magst, erzähle ich dir eine Geschichte aus meiner Kindheit. Die würde ich gerne hören, Oma. Greta ist wieder da. Spiel mit uns, Schwester. Und wie war es in der Schule? Ja. Denk daran, du musst noch kochen. Und wann soll ich dann meine Hausaufgaben machen? Gar nicht jetzt. Du musst dich noch um deine Geschwister kümmern, den Stall sauber machen und mir beim Wischen helfen. Ich habe das wirklich nicht mehr geschafft. Aber du weißt doch, dann gehe ich schon ins Bett. Ja, dann musst du dir so ein Bett machen. 16 plus 16 ist 32. 24 plus 24 ist 28. 6 mal 6 ist 36 und 8 mal 6 ist 30. So, erstmal alle Hausaufgaben auf den Tisch. Ja, ich habe meine Hausaufgaben nicht geschafft. Du hast jetzt nicht nur deine Hausaufgaben nicht gemacht. Das Ergebnis deines Tests von letzter Woche ist dein mangelhaft. Was denkst du dir eigentlich? Zur Strafe wirst du 2 Stunden in der Ecke stehen und kannst darüber nachdenken, wie du deine Pflichten besser erfüllen kannst. Meine Mutter hat mir geholfen, aber so wie mir ging es längst nicht allen Kindern auf der Welt. Viele Eltern haben es als selbstverständlich gesehen, dass die Schule zugunsten der Familienarbeit vernachlässigt wurde. Manche konnten gar nicht zur Schule gehen. Es hat viele Jahrzehnte gedauert, bis man erkannte, wie wichtig Bildung und die Zeit zum Lernen für alle Kinder ist. Zum Glück haben sich dann viele Leute in den 70er und 80er Jahren dafür eingesetzt und das Recht auf Bildung im Gesetz festgeschrieben.
Heute gibt es daher eine sinnvolle Schulpflicht. Ich weiß gar nicht, wie man das nicht als großes Glück feiern kann. Okay, ich glaube, ich sehe das jetzt alles ein bisschen anders. Ich mache mir jetzt schnell meine Hausaufgaben. Oma, vielleicht kannst du mir sogar ein bisschen dabei helfen. Und vielleicht bleibt uns dann noch ein bisschen Zeit für Rommel spielen. Ich dachte, du magst keine Rommel. Das habe ich doch nur gesagt, weil ich wütend war. Aber bei den Hausaufgaben helfe ich dir natürlich gerne.